und die werden ihm Treueschwur geben aus Irak. Dann wird eine Person von Quraysh kommen, dessen Onkel von Bani Kalb ist, vom Bani Kalb Stamm ist, und wird eine Armee senden, um ihn zu attackieren. Und sie wird nur durch Allahs Willen besiegt werden. Und diese besiegte Armee von Bani Kalb, und diese besiegte Armee wird wieder von Bani Kalb sein. Unglücklicherweise. Ja, und diese Person, der Imam Mahdi, wird diese Kriegsbeute des Krieges, wird er nach der Schlacht verteilen. Und er wird die Leute führen nach der Sunna. Und während er regiert, wird der Islam sich in der ganzen Welt verbreiten. Der Islam wird sich in der ganzen Welt verbreiten. Und er wird 7 Jahre bleiben. Und dann wird er sterben und die Muslime werden Janaza für ihn machen. Das ist in Abu Dawud. Dann. In Sahih Muslim wird von Jabir überliefert, dass der Prophet sagte: Isa ibn Maryam wird herabkommen, ja, und ihr Führer, der Mahdi, wird sagen: Komm und führe uns im Gebet. Das heißt, Isa wird herabkommen und der Mahdi sagt: Führe uns im Gebet. Komisch, die sagen: Isa und Mahdi sind dieselben Personen. Das ist Sahih Muslim. Dann sagt er: Ja, und dann lässt Isa ihn halt vorgehen, dass er das Gebet führt. Also er führt das Gebet und hinter ihm betet Isa ibn Maryam. Ja. Ja, also so, dies ist die Geschichte. So. Wir haben jetzt einige Hadithe genannt, ja. Und ich werde jetzt mal aufzählen, was hier alles gesagt wurde. Ich habe jetzt insgesamt 11 Eigenschaften von Mahdi notiert, die in den Hadithen erwähnt wurden. 11 Eigenschaften. Und wir gucken mal, ob diese Eigenschaften auf Mirza Ghulam Ahmed zutreffen. Wir haben gesagt, wenn eine einzige Eigenschaft nicht zutrifft von den 11 Eigenschaften, dann ist er nicht der Mahdi. Klarer Fall. Gucken wir mal. Er wird von meiner Familie sein, von den Nachfahren Fatimas. Ist er nicht. Er ist nicht von den Nachfahren Fatimas. Falsch. Zweitens, er wird kurz vor dem jüngsten Tag kommen. Ist nicht passiert. Isa ibn Maryam ist eines der Zeichen des jüngsten Tages. Er wird 40 Jahre leben. Auch nochmal, wenn er wieder auf die Erde kommt, und dann ist vorbei. Der jüngste Tag ist eines der großen Zeichen. Dieser Mensch ist jetzt schon fast seit 100 Jahren tot, ist immer noch nichts passiert. Dann. Und er wird denselben Namen haben wie Mohammed. Das heißt, Mohammed ibn Abdullah wird er heißen. Er heißt nicht Mohammed ibn Abdullah, der heißt Mirza Ghulam Ahmed. Auch falsch. 3. Viertens, er wird von Medina nach Mekka gehen, wo die Menschen ihm den Treueschwur geben. Ihm hat weder jemand in Mekka den Treueschwur gegeben, noch war er jemals in Mekka oder Medina. Er war niemals da gewesen. Vierte Sache, auch falsch. Dann, er wird Kriege führen, auch nicht. Dann, er wird die Araber 7 oder 8 Jahre nach der Sunna regieren, hat er auch nicht. Dann, achtens, er wird Frieden und Gerechtigkeit auf der Erde verbreiten. Wir sehen nach seinem Tod, kurz danach, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Bomben, dies, das. Zwischendurch, wo er regiert hat, Kolonisation verschiedener Länder, Kriege, Attentate, überall. Wo ist Frieden auf der Erde und Gerechtigkeit? Nirgendwo. Dann nächste Sache. Er wird das Gebet führen in Mekka und hinter ihm wird Jesus beten, auch nicht. Er wird nicht derselbe sein wie Jesus. Er sagt, er ist derselbe wie Jesus. Und Allah wird ihm Regen geben und die Erde wird Früchte hervorbringen, auch falsch. Das heißt, wir haben hier 11 Beschreibungen und keine einzige trifft auf ihn zu. Keine einzige. Und wenn du dann zu ihm sagst, hey, warte mal, euer heißt ja gar nicht Mohammed Abdullah, dann sagt er, ist nur metaphorisch gemeint. Doch, weil Mohammed heißt, der wird gelobt und jeder Mensch ist ein Diener Allahs und sein Vater war ein Diener Allahs, Abdullah heißt Diener Allahs, deswegen ist er auch Mohammed ibn Abdullah. Masha'Allah. Und er war ja nicht in Mekka gewesen, nee, er war nicht in Mekka gewesen, das muss man nicht so verstehen. Muss man anders verstehen. Ja, und er hat auch nicht 7, 8 Jahre regiert. Nee, er hat nicht regiert, er wurde regiert. Ja, hier steht, er hat regiert. Ja, aber kann man anders verstehen. Kann man anders verstehen, kann man anders verstehen. Die Frage ist nur, laut dieser Beschreibung, wer kann nicht der Mahdi sein? Der Prophet sagt uns, gibt uns genaue Beschreibung, wer der Mahdi ist, damit wir den Mahdi erkennen oder nicht. Jetzt ist die Frage, wer kann nicht der Mahdi sein? Saddam Hussein ist der Mahdi, ja. Dann sagst du zu ihm, er ist von der Familie des Propheten. Stimmt, Saddam Hussein ist von der Familie des Propheten.
Aber der Mirza Ghulam Ahmed sagt selber nicht, er ist von der Familie des Propheten. Aber Saddam Hussein sagt, er ist von der Familie des Propheten, er stammt von Hussein ab, von Fatima. Das heißt, Saddam Hussein hat schon mal eine Eigenschaft mehr als Mirza Ghulam Ahmed. Nicht, dass nachher jemand denkt, ich habe gesagt, Saddam Hussein ist der Mahdi, nicht, dass Saddam falsch verstehe. Dann, er wird kurz vor dem jüngsten Tag erscheinen. Okay, wenn der jüngste Tag morgen ist, dann können wir sagen, Saddam Hussein ist auf jeden Fall näher zum jüngsten Tag als Mirza Ghulam Ahmed. Passt auch eher auf Saddam Hussein. Dann, er wird denselben Namen haben wie Mohammed. Sagen wir, ja, okay. Mohammed, dasselbe, was ihr sagt, ist der Gelobte. Sein Vater hieß Abdullah. Also, Saddam Hussein, sein Name ist Mohammed Abdullah, passt wieder. Dann, er wird von Medina nach Mekka gehen, wo die Menschen ihm Treueschwur geben. Ja, okay, ihm haben sie zwar keinen Treueschwur in Mekka gegeben, soweit ich weiß jedenfalls nicht. Oder wir sagen, doch, doch, die haben ihm Treueschwur gegeben, aber im Geheimen. Aber er war zumindest in Mekka und Medina gewesen, im Gegensatz zu Mirza Ghulam Ahmed. Also trifft es wieder eher auf Saddam Hussein vor, als auf Mirza Ghulam Ahmed. Dann, er wird Kriege führen, stimmt, Saddam Hussein hat Kriege geführt, passt auf Saddam Hussein. Also bisher haben wir von 7 Eigenschaften Saddam Hussein. Wenn wir so interpretieren, dann, er wird die Araber 7 oder 8 Jahre nach der Sunna regieren. Dann wird jemand sagen, nee, Saddam Hussein hat es nicht mehr. Sagen wir, nee, mit Arabern sind ja die Iraker gemeint. Und er hat sie 7 Jahre nach der Sunna regiert, die anderen Jahre hat er sie nicht nach der Sunna regiert. Die passt wieder, Saddam Hussein. Hier. Aber er, dieser Mensch, hat nie irgendwo regiert. Dann sagen wir, ja, er wird Gerechtigkeit auf der Erde verbreiten und Gleichheit. Dann sagen wir, ja, muss man anders verstehen. Saddam Hussein war auch nicht so schlecht gewesen. Und da war eine Zeit lang Gerechtigkeit in Irak gewesen. Das steht ja nicht, wie lange. Dann, er wird ein Gebet in Mekka beten und Jesus hat ihm gefolgt. Wissen wir nichts von. Er wird nicht dieselbe Person sein wie der Messias, wie Jesus. Stimmt, Saddam Hussein hat nicht gesagt, er ist der Jesus. Also passt wieder auf Saddam Hussein, besser als auf Mirza Ghulam Ahmed. Dann, Allah wird ihm Regen geben und die Erde wird Früchte bringen. Dann sagen wir, ja, stimmt, bei Saddam Hussein, weil er hatte damals viel Geld gehabt und von dem Öl haben die halt künstliche Befruchtung gebracht und künstliche Bewässerung gebracht und damit ist der Regen gemeint. Das ist auch die Interpretation, die ihr nehmt für den Mahdi, trifft ihr auch auf Saddam Hussein vor. Das heißt, du findest gar keinen Menschen auf der Welt, der nicht, auf den das nicht zutrifft. Ja? So, das heißt, jeder Mensch wird sagen, Mirza Ghulam Ahmed ist nicht der Mahdi. Oder ihr habt eine andere Religion. Nächster Punkt. Ist der Herr Isa. Und hier etwas, warum kommen sie mit dieser Geschichte mit Isa? Weil diese Leute haben super Stories von wegen, er ist in Kaschmir gestorben und so weiter und dort gibt es einen Grabstein. Und heutzutage ist das immer schön, weil die Menschen, die hatten immer schon diese Krankheit im Herzen, dass die solche Geschichten, wie jemand kommt vom Himmel, nicht gerne glauben wollen, sondern ihnen fällt das schwer, solche Dinge zu glauben. Und deswegen haben diese Qadianiya auch viele Anhänger, weil sie machen viele Sachen leicht. Sie sagen, Djinn bedeutet nicht Djinn, sondern bedeutet dies oder das, ja, bedeutet Russe oder so, weißt du? Oder ich weiß nicht, ob die das sagen, aber es gibt auch eine Gruppe, die sagen, dass Djinn bedeutet abgelegen und die Russen sind Djinn, weil die sind abgelegen, aber Djinn gibt es nicht, Geisterwesen. Sie machen viele Sachen leicht, die für einen Menschen vielleicht schwer sind zu glauben. Und dadurch fällt es dann leicht, ihre Opfer zu finden. Ja? Dann haben sie super Stories, die dann so leicht machen, dass man das schnell annimmt. Ja? So mit Jesus war in Kaschmir und dies und das ist da beerdigt worden, vom Kreuz gerettet worden. Und die geben richtig Geld dafür aus, dass solche Lügen auch verbreitet werden. Ja? Und dann natürlich machen die viele Sachen vom Islam, lehnen die ab, die heutzutage in der modernen, säkularen Welt gerne angenommen werden. Zum Beispiel sagen die, es gibt keinen Dschihad. Und das haben die damals gesagt, weil die wurden von den Briten finanziert, und das werde ich gleich nochmal illustrieren, weil damals haben die Briten Indien kolonisiert. Und es gab Leute, die gesagt haben, nee, wir lassen uns unser Land nicht wegnehmen, und gegen die gekämpft haben. Und Mirza Ghulam Ahmed wurde von denen bezahlt, damit er unter den Menschen diese Lehre wegnimmt, dass sie keinen Aufstand machen von den Briten, weil wenn man dem Muslim diese Sache nimmt, Dschihad, und mit Dschihad, damit keiner falsch versteht, verstehe ich nicht, irgendwelche unschuldigen Menschen in die Luft zu jagen, sondern beispielsweise die Selbstverteidigung in diesem Grund. Ja? Und das ist dann so, als wenn man einem Löwen die Schneidezähne nimmt. Ja? Und deswegen haben sie diesen Menschen gefördert und deswegen kam er auch so gut an bei den Leuten. Ja? Und hier, jetzt kommen wir mal, so, also er macht das schön leichter, ja.
Und jetzt erwähnen wir mal die Hadith, die erwähnen, dass Isa ibn Maryam kommt. Ja? Da gibt es also Hadithe, erstmal in Sahih Muslim, sagt der Prophet, bei dem, in dessen Hand mein Leben ist, ibn Maryam, wird sicherlich Tetelbiya für Hajj und Umrah simultan als Karin in Wali Rauha machen. Telbiya heißt Labbaik, Allahumma Labbaik, sagt er, das ist in Sahih Muslim, Buch 7, Hadith Nummer 2877. Übrigens hat Sahih Muslim manchmal unterschiedliche Nummerierungen, davon soll man sich nicht irren lassen. So, dann, Allah wird den Messias ibn Maryam, so, hier sagen wir schon mal, so, hier, Messias wird Hajj und Umrah machen. Was hat der Muslim Ahmed? Hat weder Hajj noch Umrah gemacht, der war nie in Mekka gewesen. Punkt, falsch. Zweite Sache. Allah wird den Messias, der Sohn der Maria, und er wird in der Nähe von einem weißen Minarett in Damaskus herabkommen, mit zwei gelben Rida, mit zwei gelben so, Kleidungsstücken, ja, wird er herabkommen in Damaskus und auf den Schultern von zwei Engeln sein. Hier, in Damaskus. Mirza Ghulam Ahmed war nie in Damaskus. Ist Mirza Ghulam Ahmed auf zwei Engeln an Damaskus runtergekommen? Sagen die, nein, das ist anders zu verstehen. Ist metaphorisch zu verstehen. Wieder welche Kategorie? Sprachverdrehung. Wo ist dann das Wunder bei Jesus? Wo ist das Wunder überhaupt? Haben wir irgendein Wunder gesehen? Nee, nirgendwo. Jetzt. Dann. Und in zwei gelben Kleidungsstücken hat er auch nicht gehabt. Da sagt er, dass damit sind zwei Krankheiten gemeint. Siehst du, alles, was da steht, und er hatte zwei Krankheiten gehabt, deswegen sind damit zwei Krankheiten gemeint. Seht ihr, alles wird umgedreht. Alles, was gegen ihn spricht, wird aus zwei Kleidungsstücken werden zwei Krankheiten gemacht. Siehst du das? Was ich eben gesagt habe, was war das? Erstens, Wörter verdrehen. Dann. Und er wird herabkommen vom Himmel. Ist er herabgekommen vom Himmel? Nee, der ist geboren worden, ganz normal. Dann. Zwei Schulter von Engel auch nicht. Ja, ist metaphorisch gemeint. Dann. Der Messias. Hier. Mishkadu Masabe, Seite 84. Er wird neben dem Grab des heiligen Propheten beerdigt werden. Wo ist er beerdigt worden? In Indien ist er beerdigt worden. Nicht neben dem Grab des Propheten. Dann. Nächste Sache. Bei dem, in dessen Hand meine Seele ist, der Sohn der Maria wird bald herabkommen und als gerechter Herrscher, der wird die Welt beherrschen. Wo hat er die Welt beherrscht? Nirgendwo. Er ist beherrscht worden. Dann. Und er wird das Kreuz zerbrechen und das Schwein töten und die Jizya ablehnen. Die Jizya abrogieren. Warum? Weil es keine Jizya mehr gibt, weil das Christentum wird zugrunde gehen, wenn er kommt. Wenn Isa ibn Maryam zurückkommt, wird das Christentum vorbei sein. So, was heißt das? Ist das Christentum vorbei nach Mirza Ghulam Ahmed? Nein. Ist noch wann dann? Dann steht dort, dass er in Tirmidhi und Ahmed steht, dass er den Antichristen, den Messias der Dajjal, töten wird. Wir sagen, wo hat euer Mirza Ghulam Ahmed den Messias der Dajjal getötet? Ja, das System jetzt, und dann sagt er, oder die Demokratie oder Amerika, das ist der Dajjal, und durch die Lehre, die er verbreitet hat, in Zukunft wird der Dajjal sterben. Ja, beispielsweise. Ich habe jetzt nur ein Beispiel, weil ich weiß nicht genau, was sie sagen, aber irgendwie sowas werden sie erzählen, weil das erzählen alle. Alle, die erzählen, ihr Freak ist der Mahdi oder der Isa, erzählen, ja, das System ist der Dajjal. Aber wer ist der Dajjal? Der Prophet sagt ganz deutlich im Hadith, dass der Dajjal wer ist? Dass der ein gewisser Abdul-Uzza, dass der einem gewissen Abdul-Uzza ähnlich sieht. Das heißt, ist ein Mensch, der Dajjal. Ist kein System und ist nicht irgendwas. So, dann gucken wir jetzt nochmal genau. Man soll nicht jetzt fragen, weil als erstes mal, gehen wir nochmal durch. Erstmal, der Name von dem, der herabkommt, ist wie? Isa ibn Maryam. Wie ist der Name von ihm? Mirza Ghulam Ahmed. Die Mutter müsste Maryam heißen. Seine Mutter heißt Jurar Bibi oder Jira Bibi. Ja? Dann heißt er, kommt vom Himmel. Erstens, er heißt nicht Mohammed Isa ibn Maryam. Zweitens, seine Mutter heißt nicht so. Drittens, er kommt nicht vom Himmel herab. Hier. Dann, aber du musst nicht denken, dass die keine Lösung haben. Da musst du nicht denken. Wisst ihr, was die sagen? Ja. Der sagt in seinem Buch, Safina Tunur, Seite 16, sagt er,
Anna ju'iltu Maryam wa bakaytu Maryam sanatayn. Ich bin zu Maryam gemacht worden und bin 2 Jahre Maryam gewesen. Also Allah hat ihn zu Maryam umgewandelt. Ja. Thumma nufikha fiyya ruhu Isa. Dann wurde in mir der Ruh von Isa eingeblasen. Kama nufikha fi Maryam, so wie er bei Maryam reingebracht wurde. Und dann wurde er schwanger, so nach dem Motto. Und nach 10 Monaten, und nicht nach mehr als zehn Monaten, wurde er von Maryam, wurde zu Isa umgewandelt und so wurde er Isa. Und bi hadha tariq wurde er Isa ibn Maryam. Safinatu Nur, Seite 16. Hast du sowas schon mal gehört? Subhanallah. Dann. Pass auf jetzt. Subhanallah. Ich kann es gar nicht aussprechen. Dann sagt er einem anderen, Dahiyatul Islam, Seite 34. Dort wird gesagt, hör mal genau zu, Achi, was er jetzt sagt. Hier alle Leute, die Arabisch sprechen, mal genau hören, was der sagt. Inni ra'aytu nafsi ka'anni imra'atun wa anna Allah azhara fiyya quwwata rujuliyya. Quwwata rujuliyya. Ich habe mich selber, kann mich gerne jemand verbessern, du bist Araber, du hast gerade verstanden. Ich habe mich selber gesehen, wie ich eine Frau war und sah Allah, wie er in mich eingedrungen ist mit seiner männlichen Stärke. Quwwata rujuliyya. Oder hast du eine andere Übersetzung dafür? Adhara fiyya quwwatahu ar-rujuliyya. Hier. Dahiyatul Islam, Seite 34. Später stieg er dann um, dann hat er wieder eine andere. Du musst sehen, bei ihm in dem Buch, wenn du siehst, was er geschrieben hat, der steigt immer um. Einmal die Geschichte, einmal die Story, einmal die Story. Und das werden wir demnächst auch nochmal bringen. Dann. Zweitens. Kommt vom Himmel runter, auch falsch. Ja. Und dann sagen sie, ja, in Bukhari Muslim steht nicht, er kommt vom Himmel runter, das heißt Zuhur. Dann sagen wir, ja, es gibt aber einen anderen Hadith in Bayhaqi, der sagt, er kommt vom Himmel herab. Dann, weil die haben immer irgendeine Ausrede. Dann steht in einem Hadith, er kommt östlich von Damaskus herab. Scharke Dimashq an einem weißen Minarett. Es gibt 2 Erklärungen. Erste Erklärung, ja, Qadian in Indien ist ja östlich von Damaskus. Er steht aber Ost-Damaskus. Wenn du dann kommst, ja, aber die Bedeutung von diesem Ostteil von Damaskus, dann sagen sie, nee, ist anders mit gemeint, weil die Stadt Damaskus, die ähnelt der Stadt Qadian in Indien und das ist damit gemeint. Also ähnlich wie die Stadt Damaskus. Guck mal, alles, womit du kommst, wird umgedreht und dreimal gerührt. Hier. Und dann hat er dann sagen wir, Weiße Minarett, wo ist das Weiße Minarett? Da haben die im Jahr 1903, das heißt 12 Jahre, nachdem er Prophetentum beanspruchte, haben die dann weißes Minarett hingebaut, damit es zu der Prophezeiung passt. Dann, fünftens, gelbe Kleidung, habe ich schon gesagt, sagt er, sind 2 Krankheiten. 2 gelbe Kleidungsstücke sind 2 Krankheiten. Dann sechstens, dann wird in einem Hadith gesagt, dass wenn Isa ibn Maryam kommt, dass die Zahl der Kuffar runtergeht, dass Kuffar sterben, wenn sie seinen Geruch riechen. Da sagt er, so, aber es ist andersrum. Als Mirza Ghulam Ahmed gekommen ist, ist die Zahl der Kuffar mehr geworden. Warum? Weil der hat selber gesagt, Kullu man la yu'min bi, fahuwa kafir. Jeder, der nicht an mich glaubt, ist kafir. Und damit sind 1 Milliarde Muslime Kuffar geworden, weil sie nicht an ihn glauben. Das heißt, die Zahl der Kuffar ist mehr geworden und nicht weniger. Und das ist in Hakikatul Wahi, Seite 163. So, dann sagt der Prophet, dann wird gesagt, dass Isa ibn Maryam ein Hakim ist, ein Herrscher, dass er mit der Scharia vom Islam herrscht. Aber hier ist es genau anders. Der herrscht nicht, der dient. Der sagt ganz deutlich in Tablighur Risalat, Band 6, Seite 65, Anna khadimtul hukumatul inglisiyya bilalem yakhdimha ahadun. Ich habe der englischen Regierung so gedient, wie kein anderer ihr gedient hat. Das sagt er selber in einem Buch. Hier. Das ist Tablighur Risalat, Band 6, Seite 65. Ja, Achi, was will man jetzt noch bringen, subhanallah? So, dann das Christentum geht zugrunde, das Christentum geht nicht zugrunde, das Christentum ist noch mehr geworden. Die haben immer mehr, die Kriege haben immer mehr Missionare, die am schicken. Dann.
wird hinter dem Imam Mahdi beten, steht ein Hadith, der hat auch nicht hinter dem Imam Mahdi gebetet. Dann, er wird Yajuj und Majuj besiegen, er hat keinen Yajuj und Majuj besiegt. Dann, er wird Hajj und Umrah machen, er hat keinen Hajj und Umrah gemacht. Dann, wird 40 Jahre leben, aber Mirza Ghulam Ahmed hat von 1839 bis 1908 gelebt, wird neben dem Grab des Propheten beerdigt, ist nicht neben dem Grab des Propheten beerdigt worden, das sind 69 Jahre. Wird neben dem Grab des Propheten beerdigt werden, dann, er wird den Antichristen töten, hat er auch nicht getötet. Und in Sha'abi, in der Hadith-Sammlung steht, dass der Antichrist Abdul Uzza ähnelt. Also ist der Antichrist kein System, sondern ein Mensch. Ja, was soll man jetzt noch sagen? Jetzt fragen wir wieder, auf wen trifft dieser Hadith von Isa nicht zu? Wir sagen ja, er wird östlich von Damaskus herabkommen. Sagen wir ja, Khomeini ist auch östlich von Damaskus herabkommen, der ist in Teheran geboren. Ist nicht vom Himmel gekommen, ja, zwei Engel, ja, der wurde von zwei Engeln unterstützt. Also Khomeini ist Isa, Ibn Maryam. Dann, er wird die Welt beherrschen, 40 Jahre, ja, Khomeini hat doch beherrscht. Der hat doch Iran beherrscht, hat islamische Staaten. Also Khomeini ist der Isa. Dann wird den Dajjal töten, sagen wir ja, Khomeini, der hat ja Dings getötet. Der hat ja viele Leute getötet, der hat den Schah platt gemacht, der hat ihn nach Amerika geschickt. Das war der Dajjal, war der Schah, also Khomeini hat es geschafft. Er wird Yajuj und Majuj besiegen. Ja, der hat Saddam Hussein wieder nach Hause geschickt. Die waren Yajuj und Majuj. Oder nehmen wir einfach mal George Bush. Vielleicht George Bush, ja, Isa ibn Maryam. Sagen wir ja, ist er östlich von Damaskus herabgekommen? Sagen wir ja, USA ist er östlich von Damaskus. Weil wenn wir die Weltkugel einmal rund gehen, dann sind wir in Washington D.C., Weiße Haus. Ja, der kommt mit zwei Engeln herunter. Sagen wir ja, da sind zwei Flugzeuge mit gemeint. Der wird immer von zwei Flugzeugen, rechts und links, an der Schulter. Ein Flugzeug in der Mitte, George Bush ist in der Mitte. Ein Flugzeug auf der rechten, ein Flugzeug auf der linken. Damit sind die Engel gemeint. Warum nicht? George Bush. Dann hat er den Dajjal getötet. Ja, er hat Saddam Hussein getötet. Deswegen hat er den Dajjal getötet. Ich sage, nicht, dass ihr das falsch versteht. Ich gebe nur ein Beispiel. Ja? Dann, er wird die Welt 7, 8 Jahre beherrschen. Aber ja, stimmt. Der arme 8 Jahre Präsident von USA gewesen. Mashallah, Mashallah. Der hatte zwei gelbe Kleidungsstücke gehabt. Ja, sagen wir, stimmt. Hat er einmal angehabt, zwei gelbe Kleidungsstücke. Das heißt, wenn diese Interpretation von Mirza Ghulam Ahmed passt, dann passt die besser auf George Bush. Hat das Christentum vernichtet? Stimmt, George Bush hat es vernichtet. Der hat gezeigt, dass Christentum eine grausame Religion ist, so wie er sich verhalten hat. Ja, also George Bush. Wer ist für George Bush, wer ist für Khomeini, wer ist für Mirza Ghulam Ahmed? Ich glaube, mehr Leute werden sich für Khomeini oder für George Bush entscheiden. Subhanallah. Und das zeigt ganz deutlich, ich meine, was soll man dazu sagen? Soll man wirklich ernst bleiben dabei? Soll man wirklich ernst bleiben dabei? Kann das wirklich jemand glauben? So viel, deswegen wirklich die Brüder, die da reingefallen sind, die sollen sich echt mal fragen, wie sie auf die Idee gekommen sind. Und sollen echt mal nach der Wahrheit suchen. Und sich mal fragen, wie es sein kann, dass 99% der Muslime alle in die Irre gegangen sind. Subhanallah. Ich sage diese Worte, Akulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il mu'minin. Subhanallah, wa hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Möge Allah diese ganzen Leute von Qadianiyah, würde er sie auf den geraden Weg leiten. Amin.